Herzlich willkommen wieder zurück bei einer weiteren Folge Truck Driver auf der PlayStation 4. Mein Name ist Christian Angel 3000. Ich begrüße euch hier erstmal herzlich nach einer langen, langen Zeit wieder zurück. Ich will mich hier erstmal entschuldigen, dass es so lange gedauert hat, dass ich wieder neuen Content hier bringe. Aber wie gesagt, Privatleben geht auf einer Linie leider vor und leider hatte ich auch nicht die Muse, die Zeit und auch nicht die Geduld, irgendwas zu let's playen. Ich habe, wie ihr sehen könnt, ich habe eine ganze Weile auf meinen YouTube-Kanal nichts mehr gebracht. Aber heute ist mal wieder soweit. Heute ist ein Tag für Let's Plays, wo ich mir wieder mal die Zeit nehmen kann und für euch auch Spiele wie Truck Driver oder als nächstes dann per Livestream wird was sie mit Fabi. Und ja, aber heute spielen wir ja erstmal ein paar Runden Truck Driver. Ich begrüße euch erstmal herzlich. Wie gesagt, ich entschuldige mich für die lange Wartezeit. Wenn ihr drauf gewartet haben solltet, würde mich freuen. Und ja, herzlich zurück erstmal. Ja, in der ganzen Zeit gab es haufenweise Updates. Patches, sage ich mal so, eher so. Also Updates zur rechtlichen, nicht wirklich, denke ich mal. Ich weiß nicht, was in den Patches drin war, aber das werden wir uns gleich mal selbst überzeugen oder ich lasse mich einfach mal überraschen, wenn sich überhaupt was getan hat, ob sich was geändert hat oder ob doch bloß nur Bugfixes waren, das werden wir gleich herausstellen. So, ich habe wieder mein Lenkrad Thrustmaster 3300 wieder am Start. Wir haben zum letzten Mal am 22. Oktober gespielt. Ja, das ist schon eine ganze Weile her, aber jetzt müssen wir endlich mal durchstarten. Und wir laden unseren Spielstand erstmal. Ja, bevor wir wirklich durchstarten, wie gesagt, liken, kommentieren, abonnieren, würde mich auf euer Feedback freuen, denn Support ist kein Mod. Mein Hals so ein bisschen roh. Nein, ich bin nicht krank, sondern ich habe bloß so irgendwie ganz was Trockenes im Hals. So. Gut, ja, wie gesagt, wir spielen jetzt heute mal und schauen mal, was hier ergeben hat, was sich geändert hat. Falls sich was geändert hat, wenn nicht, dann nicht. In der letzten Mission haben wir Desasters gehabt, wegen der Zeit. Rechts oben war die Zeit abgebildet. Und heute werden wir wahrscheinlich mal auf Vollspeed gehen, weil wir müssen heute mal richtig durchgehen, richtig Gas geben sozusagen, um ja die Mission auch abzuschließen. Sonst hängen wir hier ewig dran. So, Ausdauer ist ganz okay. Benzin haben wir eigentlich auch genug und würde sagen, dann starten wir durch und fahren direkt zu unserem Händler. Wir öffnen die Karte. Wir müssen zu Pine Creek. Das ist unser Ziel erstmal. Und ja, okay, da kann ich ja gar nicht jetzt hier Ausdauer schlafen. Kann ich nicht als erstes, wenn ich jetzt hier den Punkt hier mache. Dann müsste ich da und dann runter von der Autobahn umdrehen, dann wieder. Boah, ist das blöd. Das ist ja echt blöd. Und wenn ich jetzt hier so mache, ich glaube, das ist einfacher, glaube ich, ja. Okay, dann würde ich sagen, hinspringen können wir nicht. Dann sagen wir, starten wir einfach durch und let's go. Und hoffen wir mal, dass wir heute das alles schaffen. Weil, wie gesagt, wir müssen heute mal die Mission abschließen, weil letztes Mal haben wir eine ganze Folge nur mit einer Mission verbracht. Und das ist dann schon wieder blöd. Ich muss mich jetzt mal wieder ins Spiel wieder reinkommen. Ich hoffe mal, dass ich das mit diesem LKW hier schaffe, weil sonst hätten wir hier ein Problem. So. Ja, wir warten mal einfach mal ganz kurz hier, bis die Person da unten hier mal ein bisschen Gas geben kann. Ja, ist doch gleich mal eine Schnellstraße. Dann können wir hier durchstarten. Sind nur 80 erlaubt. Hier sind noch am Anfang noch sehr viele Radarfallen, deswegen wollen wir das nicht erstmal riskieren. Hat sich das Menü rechts unten geändert? Sieht so ja, anders aus irgendwie. So. Nö, eigentlich nicht. Ich glaube nicht, also. Ey, ich war lange nicht mehr in dem Spiel drin. Ey. Ich weiß nicht, was hier was richtig und was falsch ist gerade oder was sich geändert hat. Bis jetzt merke ich eigentlich noch gar nichts. Aber wenn ihr das wisst, könnt ihr gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Würde mich freuen. Vorne ist... Ne, okay, wir können durch Gas geben. Komm, ist noch gelb, 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 gelb. Okay, gut.
Ja, heute gehen wir mal voll auf die Eisen, also ja, aufs Gaspedal, sage ich mal so. Auf die Eisen ist ja abbremsen. Macht ja nicht so viel aus. Und jetzt schauen wir mal einfach mal, was jetzt hier uns ja erwartet. Das Flackern habe ich immer noch mitbekommen, ist immer noch anscheinend vorhanden. Fuck, vor lauter Quatschen. Ey, hä? Okay, egal. Da waren wir halt ein bisschen jetzt zu schnell. Scheiß drauf. Wir haben jetzt keine Zeit drauf. Keine Zeit. Geld haben wir genug. Hauptsache die Mission abschließen. Na komm. Wird jetzt ein Burner oder? Ne. Geht ja gar nicht. So, okay. So. Come on. Grün. Heute ist die rote Welle anscheinend, ja. Bei mir hier. Ja. Was habt ihr denn so in der letzten Zeit getrieben? Was guckt ihr für Videos an? Würde mich mal freuen. Was gibt's denn so Neues bei euch am Start? Ja, bei mir, sage ich mal so, ich habe mir jetzt Diablo 3 nochmal zugelegt, weil ja bei Diablo 4 am Start ist. Und ja, habe ich halt kaum das Spiel Homos einfach mal wieder. Weil irgendwie habe ich wieder Bock drauf auf ein bisschen Hack and Slay Gaming. Und da ist es ja das eigentlich momentan eins der besten sozusagen. Es gibt vielleicht noch andere. Baldur's Gate habe ich 1 und 2 gesehen, aber die Grafik sieht da echt mies aus. Also für ein HD Remastered sieht das ja ein bisschen komisch aus, aber egal. Ja, sonst habe ich mir dann noch Need for Speed Heat gekauft. Da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen an die Fahrzeugsteuerung, weil irgendwie wenn ich einlenke, ist nicht so wie hier, da bleibt auf der Spur, sondern er zieht irgendwie jedes Mal wieder rechts zurück. Wenn ich links einlenke, das ist immer noch sehr komisch. Ich werde es wahrscheinlich nie verstehen, was die da mit den Fahrzeugen machen. Aber ich denke mal, es liegt auch am Setting vom Fahrzeug, dass es ein bisschen besser irgendwann laufen sollte oder so, weil sonst ist es halt immer noch sehr schwammig ein bisschen. Aber sonst, ja, so haben sie auch in den Testberichten gesagt, dass es halt schwammig wirkt. So. Wir gehen jetzt mal Vollgas, 109 haben wir hier. Wir haben ja letztes Mal unseren Motor ja verbessert, wie ich mich noch erinnern kann. Oder habe ich das? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So. Gut. Ah, der hat auch schon hier zu buckeln, hier, um mich zu überholen. Ich glaube, wir müssen die nächste Ausfahrt rechts. Weil hier kommt erstmal Pine Creek. Und in Pine Creek wollen wir noch nicht hin, weil unsere Ausdauer hier fehlt. Ich will versuchen, die Ausdauer so hoch zu machen, dass man wenigstens die Mission komplett abschließen kann. Dass es nicht irgendwie Pause machen muss oder sonstiges. Auch wenn es nur noch Millimeter ist, wenn ich bei Pine Creek ankomme, ist mir scheißegal. Zeit ist dann in dem Sinne wichtig und da habe ich mitbekommen, dass die Zeit wirklich sehr, sehr, sehr knapp sein soll. Kommt doch an, wie man fährt, wie der Straßenverkehr ist. Aber heute machen wir das halt einfach mal so. Scheiß auf Verkehr. Wir rasen einfach komplett durch und überholen auch oft. Strafzettel werden auf jeden Fall dabei sein. Und ja. Es wird auf jeden Fall eine teure Angelegenheit, wenn es drauf ankommt. Also. Wenn die wirklich so hartnäckig sind mit den hier Strafzetteln etc. Solange ich keinen Führerscheinentzug bekomme oder sonstiges, bin ich eigentlich zufrieden. Ich habe LKW ist beschädigt. Scheißegal. Hau ab. So. Ich habe geblinkt. Rechts vor links. Hast du noch nie was davon gehört oder was? Ich hatte Vorfahrt. Penner. So. LKWs haben immer Vorfahrt. So. Gut, also. Ja, ich könnte jetzt mal so kurz schnell schlafen. Und weiter geht's. Es regnet. Wow, es regnet. Wahnsinn. Das ist neu. Das ist neu. Das ist neu. Es regnet. Aber die Straßen sind immer noch trocken. Also ist es bloß
ein ja, Accessoire des Spiels, was nicht große Bewandtnis hat auf den Straßenverkehr. So. Oder? Oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Es sieht auf jeden Fall noch alles sehr trocken aus. Sonst wie immer. So. Alles klar, Leute. Ab zu Pine Creek. Ab zur Mission des Zeitdruckes. Und da hoffen wir mal, ob wir das diesmal schaffen. Ich denke mal, wir haben ja jetzt den Motor verbessert und ich denke mal, es haben auf jeden Fall ein bisschen mehr km/h auf dem Buckel. Oder mehr Pferdestärken. So. Und dann schauen wir mal, ob das alles klappt. Weil letztes Mal, das war so lustig irgendwie. Ich bin gefahren und ja. Am besten schaut euch das Video selber an, wer es noch nicht gesehen hat. Es war auf jeden Fall wirklich ein Problem schlechtweg hin, was ich einfach nicht gerafft habe. Und es gab schon ein paar Momente, wo ich einfach gesagt habe, hallo? Will das Spiel mich irgendwie auf einer Seite verarschen oder was? Ich habe keine Ahnung. So. Wir lenken hier komplett erstmal ein. So. Mission starten natürlich. So. Ein Neuanfang, genau. So. Gut, wo ist der Anhänger, den wir brauchen? Brauchen wir hier überhaupt schon einen Anhänger oder müssen wir gleich losfahren? Ich weiß es gar nicht mehr, verdammt. Dammit. Ja, quatsch mal schneller. Ich habe keine Zeit. Okay, let's go. So, also bis jetzt haben wir noch keine Zeitangabe. Ich glaube eher nur auf dem Rückweg. Könnte es gut möglich sein, um das Ding abzuholen. Also können wir eigentlich gechillt hinfahren, die Lage checken und somit dann halt auch checken, was so abgeht, was ja, uns dann hier eigentlich dann erwartet. So. Drückt mir die Daumen, dass wir die Mission mal endlich abschließen können, dass wir endlich mal weiterkommen. Weil eigentlich wollte ich schon längst, ey, die Ausfahrt freihalten, Alter. Wo ist jetzt die Polizei? Nirgends. Mein Gott, okay. Also auf jeden Fall ist der Regen drinne, aber ich muss kurz mal gucken. Auf der Karte lieber mal checken. Weil sonst macht das nicht viel. Nee, wow. Also Scheibenwischer gibt es keine. Nee. Also ist das Endeffekt der Regen für den Arsch. Komplett für den Arsch. Also das Spiel spackt immer noch ein bisschen rum, merkt man. Ich dachte, die haben das mal endlich mal gefixt oder so. Was ist denn hier los, Leute? Von Sodesco. Kriegt ihr das Spiel nicht auf die Reihe oder was? Ist ja nicht mal hochwertiges Spiel, also von der Grafik aus halt, ne? Ich meine, klar, von Simulation ist das vielleicht gar nicht mal so schlecht. Aber mehr ist es halt auch nicht. Ich meine, das ist ein hübsches Spiel, macht auf jeden Fall Spaß. Sachen ploppen auf und so weiter und so fort. Hängt immer ein bisschen. Ja. Was soll man dazu sagen? Ah, nee, ich muss gar nicht rein. Huch. Boah. Was ist mit der Lenkung jetzt auf einmal? Fühlt sich so ganz neu an. Alan sagt, wie fahre ich denn gerade? Konzentration. Konzentration. So. Nächste Ausfahrt müssen wir runter. Und dann auf die Autobahn wieder zurück. Hier runter und drüben wieder hoch. Ich muss links oder kommt welcher? So. Ah, wenigstens regnet es nicht unter der Brücke. Das ist ja schon mal, das ist ja mal nicht schlecht. Ne? Also da haben sie wenigstens auch mal ein bisschen dran gedacht.
Es gibt auch andere Spiele, wo es unter der Brücke auch noch regnet. Das war früher noch so. Das fand ich mal so lustig irgendwie. Totaler Schwachsinn, aber naja. So, links ist frei, also kann ich hier raus. Man merkt kleine Veränderungen im Spiel, definitiv. Aber das war es dann leider wieder. Der Spiegel spackt immer noch. Sein Spiegel, das ist immer noch traurig. Ich glaube, ich muss die Leute mal anschreiben, ey. Dass sie das Spiel mal ordentlich hier bauen sollen, ey. Also mal ordentlich fixen sollen. Kann ja nicht angehen. Geht mir langsam auf die... Ah, ja. So. Vor lauter Bremsen habe ich auf jeden Fall rechts einen Blinker eingesetzt. Wir müssen wieso eigentlich auf die andere Spur. Kann ich gleich. So. Man könnte denken, die Straßen sind nasser geworden. Aber nur fast. Okay, es wird dunkel. Bevor ich jetzt hier reinfahre, du musst mal kurz Licht anschalten. Sicher, sicher. Ablicht. So. Will ja auch was sehen, ne? Ne? So. Der Anhänger ist hier hinten. Da steht er. So, einlenken. Umdrehen. Ups, das war zu habe ich aus Versehen Gas gegeben. So, okay, let's go, würde ich sagen. Wir fahren sofort los. Wir tun das nicht erst lesen, da ist die Zeit. Jetzt, Leute, fahrt doch mal. Ich habe keine Zeit, Leute. Oh. Ey, dann zack. Geht dann euch hier. So, jetzt Gas geben hier. Komm. Fast immer abgehoben. Ich heb ab. Verlier am Boden. So. Oder wie heißt es? Ich habe keine Ahnung. So. Durch geht's. Gas geben. Noch 4 Minuten. Das wird knapp, Leute. Das wird echt knapp. So, wir müssen jetzt eigentlich jetzt einfach nur Vollgas geben. Scheiß auf alles andere. Wir müssen jetzt einfach gucken, dass wir es hinkriegen. Komisches Geräusch. Was keiner kennt. So. Nachts bei Regen. Ist auch mal was Schönes. Gib Bergstoff. Ich drück das Gaspedal bis zum Anschlag. Und diesmal dürfen wir jetzt halt keine Ausfahrt verpassen. Und da ist so ein scheiß Fahrzeug. Geh mir aus dem Weg. Keine Zeit. Sorry Leute für das aggressive Fahren, aber wie gesagt, ich habe dafür jetzt keine Zeit für die Mission abschließen. Und irgendwann hat auch alles mal ein Ende. Gib Gummi, rechts ist frei. Gut. Rechts, links. Mein Gott, Lunge. Reiß dich mal zusammen hier. Geradeaus bleiben. Wir drücken voll auf die Tube. Ich habe es auch noch nie geschafft, den LKW umzulegen. Diejenigen von euch, die mir zuschauen,
oder die jetzt mal reingeschaut haben jetzt und das Spiel auch spielen, könnt ihr mir gerne mal schreiben, ob es überhaupt möglich ist, den LKW umzulegen. Also so extrem in die Kurven reinzufahren, dass der LKW im Endeffekt umkippt. Ich habe es noch nie geschafft. Noch 2 Minuten. Einer, zack. Es ist echt die Frage, ob das überhaupt schaffbar ist. Scheint wirklich echt knapp zu sein. Oder ich habe letztes Mal so dermaßen getrödelt. Okay, die Zeit ist wirklich knapp. 1:20 noch. Nächste Ausfahrt müssen wir raus. Ja, das ist wirklich knapp. Und ich drücke auf die Tube. Also ich drücke volles Gas. Ich komme nicht schneller voran. Ich glaube, heute machen wir automatisch das Einparken. Nur um die Mission abzuschließen. So, da vorne müssen wir rechts raus. Kann schon mal einlenken. Ja. Oh, fuck, 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 fuck. Da war der Bremsweg etwas zu spät. Für mich. So, noch 18 Sekunden, Leute. 18 Sekunden. Wohin? Wohin? Automatisches Einparken. Yes. So. Fick dich. Ich glaube, mit 18 Sekunden hätte ich das niemals geschafft, den Anhänger da reinzukriegen. Niemals, weil ich hätte hier erstmal 18 Sekunden, das wäre wirklich mies gewesen. Und ich wollte die Mission einfach abschließen, Leute. Also es tut mir erstmal leid, dass es erstmal so sein musste, aber anders ging es einfach nicht. Also, ja, wir haben die Mission abgeschlossen, Leute. Wir haben sie abgeschlossen. Ist doch mal was. Klatscht mal in die Hände. Woo. Oder was anderes. Mir egal, so, was ihr wollt. Aber für mich war es erstmal wichtig. Mission, Abschluss. Und dass wir hier endlich mal fertig sind. So. Wir haben jetzt im Endeffekt Auftrag zum Mittelstreckentransport. Das müssen wir jetzt noch abschließen. Dann können wir den Klienten komplett abschließen. Für einen neuen Klienten. Für die nächste Folge dann. Also, wir müssen ja im Endeffekt alle Missionen machen für den Klienten, dass wir die Trophäe erreichen. Auch eine Mittelstreckentransportmission oder Auftrag. Und die müssen wir natürlich jetzt annehmen. Die machen wir natürlich jetzt noch. Dafür nehme ich mir jetzt Zeit dafür. Und ja. Jetzt brauche ich aber erstmal meinen Anhänger. Gimme, 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 Mohun. So, oder wie das heißt. So. Benzin ist auch gut. Noch halb voll. Ausdauer ist über die Hälfte. Alles gut. Befeste den Anhänger an deinem LKW. Da hinten, der grüne. Okay. Oh, wir haben hier eine Pfütze. Uhu. Tut sich ja wirklich dann hier ein bisschen was ändern in der Welt? Wäre ja nicht schlecht vom Erdbeerfeld. Hä? Wo ist der Anhänger jetzt? Da. Rückwärts einparken. Muss gelernt sein. Ah, noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Einlenken. Okay. So, und let's go. So. Wir haben auch noch neue Teile bekommen für unseren LKW. In der
Mission Abschluss gerade eben. Ist doch mal nicht schlecht. So, jetzt können wir eigentlich wieder gechillt fahren, also wir haben keinen Stress mehr. Dass LKW-Fahren so stressig sein kann, hätte ich niemals gedacht, meine Freunde. Aber naja, kann man mal machen, oder? Wir haben es abgeschlossen, Leute. Und das ist die letzte Mission dieses Klienten. Okay, okay. Ich soll mal wieder runterkommen. Ja, ich bin ja endlich mal froh, dass es endlich mal geklappt hat, gleich beim ersten Anlauf. Ernst jetzt? Ich hätte jetzt einfach gnadenlos rausziehen müssen. Aber dann hätte ich wahrscheinlich Mission wieder abge... Dings, hätte ich, ja, Mission verloren oder fehlgeschlagen oder sonstiges. Desaster. Mission fail, the Champion. Nee, das wollen wir dann wieder dann doch lieber nicht. So. So, hier von der links. Geradeaus, meine Freunde, geradeaus. Mal gucken, wo es uns hinführt. Ihr wisst schon, dass die 80 erlaubt ist, oder? Oder ist ja 50 erlaubt? ich weiß nicht. Chillen wir unser Leben, Leute. Chillen, chillen. Ja, Leute, beides Weihnachten. Und habt ihr euch schon was gewünscht? Habt ihr euch schon einen Weihnachtszettel gemacht? Wer weiß. Also ich hätte auch Wünsche, aber das sind privat. Also, ich hätte eigentlich nur einen einzigen Wunsch in meinem Leben. Alter, was man sich halt in die Zukunft für das Leben sich einfach wünscht. Ich meine, ich habe ein Haus. Okay, ein Haus habe ich jetzt weniger. Eine Wohnung. Eine gut aussehende Wohnung sogar. Sehr schön neu eingerichtet. Letztes Wochenende konnte ich auch keine Displays machen, weil ich habe mir ein neues Schlafzimmer geholt mit Unterbodenbeleuchtung. Woo! Mit... Ja, Spoil und so. Nein, aber Unterbodenbeleuchtung ist auch schon dabei, etc. Und es hat das ganze Wochenende mir gekostet, halt abbauen, das alte, das neue wieder aufbauen. Und wo ich dann wieder nach Hause gekommen bin, war es dann schon wieder fertig, ey. Ja, sonst halt sehr modisch halt schon alles eingebaut hier. Ich werde kein Video dazu machen, braucht euch gar nicht irgendwie... Jetzt unten in die Kommentare denken, so, hey, ich schreibe jetzt einen Kommentar, mach doch mal ein Video von deiner Wohnung. Nope. Ein bisschen Privatsphäre muss auch sein, oder Leute? Ja, und ich meine, ich habe halt einiges, was ich halt brauche momentan. Also, es fehlt halt nur noch eins halt, ne? Und wie ihr vielleicht im Hintergrund schon was irgendwas gehört habt bei mir, herrscht halt Stille. Und was bedeutet das? Tja, ein Lebenspartner. Das wäre doch mal was. Das würde ich mir einfach mal wünschen. Aber heutzutage ist es einfach sau schwer, überhaupt eine Partnerin zu finden oder so. Weil das ist immer lustig. Ich habe heute schon wieder auf Facebook schon wieder gesehen, so, ich habe keinen Bock mehr zu suchen. Ich will gefunden werden. Ey, auf solchen Single-Börsen sind Millionen von Männern und schreiben jedes Mal. Und eher, die werden zu 90% bis 95%, sage ich mal so jetzt, immer abgelehnt, immer ignoriert oder gar nicht angesprochen. Zum Kennenlernen kommt es bei vielen gar nicht, inklusive wie bei mir. Und da denke ich einfach mal, ey, 7 Jahre jetzt schon auf meinem Buckel, allein zu sein, das tut halt schon wirklich in der Seele weh. Und ich meine,
ich bin nicht so ein Typ, der sagen tut, okay, ich warte mal ewig jetzt, ich warte ewig drauf, dass ihm irgendeine hübsche Dame an der Haustür klingelt. Nein, man muss schon Initiative ergreifen und halt auch sagen, hey, okay, durchgreifen und versuchen halt. Aber das Problem ist dann halt auch wieder, bei manchen ist es lustig, die fühlen sich dann belästigt. Warum auch immer, ich hatte auch schon so einen Fall, ne? Ich wollte eigentlich nur ein Gespräch aufbauen und dann kam jemand anders, hey, belästige sie nicht. What? Wir haben nur einmal geredet miteinander. Klar, ich war ein bisschen nervös, das sah vielleicht komisch aus, aber hallo, wer ist das nicht? Aber naja, was soll ich dazu sagen halt, ne? Dann gibt es halt solche Momente, wo man halt sagen muss, hey, irgendwann hast du ja keinen Bock mehr auf suchen. Und wie ich halt einfach so merke, die Frauen tun sich einen Scheiß drum kümmern, also sagen wir so, ich tue jetzt nicht alle eingrenzen jetzt. Es gibt gewisse Frauen, sage ich jetzt einfach mal, die sagen einfach, hey, ich will gefunden werden, ich will nicht suchen. Aber warum nicht? Das ist die Frage dann. Warum müssen die Männer jedes Mal suchen und die Person ansprechen? Ich habe in meinem ganzen Leben nur ein einziges Mal mitbekommen, dass eine von Mädchen, die Freundin, zu mir gekommen ist und hat gefragt, ob ich Interesse an ihr habe. Was? Um was aufzubauen. Oder um ja, kennenlernen zu sagen. So halt, ne? Und da denke ich halt auch, das war früher mal. Heute kannst du knicken. Heute sitzen sie in der Ecke und du als Mann musst du hingehen. Da frage ich mich manchmal, hallo? Warum müssen die Männer die Arschbacken jedes Mal zusammenkneifen, um am Ende bloß einen Kopf zu bekommen? Warum sehe ich das bei den Frauen nicht mehr? Dass die sich mal ein bisschen durchsetzen und sagen, hey, hier, ich möchte den gern Typen kennenlernen. Jetzt gehe ich einfach mal hin und spreche ihn an. Habe ich seit wenn ihr wisst, wie alt ich bin, also welches Alter ich bin halt, ne? Und dann müsste ich euch sagen, wann ich das zum letzten Mal mitbekommen habe. Würde euch vielleicht auf den Kopf fassen, vielleicht. Keine Ahnung. Aber es ist halt einfach auf einer Seite der Linie ein bisschen traurig, dass es halt heute so weit kommt, dass die Männer nur noch das alles machen müssen. Und ich finde es auf einer Seite dann wieder ein bisschen traurig. So, Vision abgeschlossen. Ja. Engine is on. Hä? Wollt ihr mich jetzt verarschen oder was? Lol. Mission abgeschlossen. Danke für deine Hilfe. Dididim. Nice. Du hast etwas Neues freigeschaltet. Kühlergrill Typ 2. Yay. Und wo bleibt die Trophäe, meine Freunde? Trophäe? Keine Trophäe? Oh. Okay, gut, Leute. Wir haben es abgeschlossen. Wir haben eine kleine Nebenaufgabe auch abgeschlossen. Und ja, es ist Zeit für ein Ende. In der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall den nächsten Klienten machen. Dieser Klient heißt... Ich muss das mal gucken. Die haben wir hier unten. Den haben wir hier unten. Ja, wir gehen zu der Kran-Gesellschaft. Oder? Nee. Nee, den haben wir doch auch hier schon, oder? Ah, doch. Das haben wir ja schon, glaube ich. Ostport. Oder, Leute? Warte mal. Die Reihenfolge. Westhaven. Der da. Da stimmt, ja, genau. Das da. Und dann Pine Creek. Und die nächste Aufgabe ist hier Northern Plains. Lol, Leute. Northern Plains. So was nah, genau. Also,
Northern Plains müssen wir uns merken. Also Northern Plantage sozusagen. Also werden wir wahrscheinlich viel Getreide und viel Gemüse Dings transportieren. Und somit verabschiede ich mich jetzt hiermit. Haut rein, bis zur nächsten Folge. Da werden wir auf jeden Fall das dann auch mal anstreben. Und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder am Start. Ich tue mich, wie gesagt, nochmal entschuldigen für die lange Wartezeit. Wir haben 10.000 XP, Leute. Alter, 10.000 XP. Wir könnten eigentlich mal voll was hier in die XP verteilen. Ausdauer haben wir immer noch gesperrt. Schweinerei. Okay, Treibstoff. Ja, machen wir hier. Haben wir mal abgeschlossen. So. Haben wir da schon mal was? Haben wir noch 6.000? Wir fahren ja gerade mit dem Quest. Da würde ich sagen, machen wir hier auch. Klatsch. Ah, wir brauchen 8.000 dafür. Erhalte ein, also für den nächsten LKW. Ich weiß nicht, was ich da nehmen soll. Was haben wir deine Reifenabnutzung, Motorverschleiß? Brauche ich alles nicht eigentlich. Ich fahre ja nicht wie eine gesenkte Sau, sondern eigentlich gechillt. Ne? Also gut, dann würde ich sagen, ja, keine Mission, Aktivität. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge mit dem Spiel Truck Driver auf der PlayStation 4. Ab dort geht es dann nach Northern Plantage und Northern Plains sozusagen. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr auch wieder alle reinguckt und reinschaut und wie gesagt fleißig kommentieren. Denn liken, kommentieren, abonnieren, euer... das Fuck. Oh, scheiße, sorry. Liken, kommentieren, abonnieren. Euer Feedback ist wichtig, denn Support ist kein Mord. Bam, Leute, so. Muss man auch mal gesagt haben. Also dann, haut rein, bis zur nächsten Folge. Euer ChrisNature 3000 mit dem Spiel Truck Driver. Würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal auch wieder reinschalten tut. Ich versuche, wie so gut wie möglich Content zu bringen. Also es ist halt wirklich schwer im Privatleben. Also dann, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.